Sommerstauden, so richtig hohe, wenn ihr euch Flocks vorstellt oder Rittersporn oder auch Eisenhut, der fällt oft auseinander oder die fallen oft auseinander, weil die sehr hoch sind. Und da braucht man eigentlich eine Staudenstütze, die kann man kaufen, aber man kann sie auch selber machen und zwar aus Naturmaterialien. Dazu braucht man einen Stützstab. Das ist am besten sehr widerstandsfähiges Holz. Das ist zum Beispiel Esskastanie oder sowas hier. Das ist Robinie. Also Robinie und Esskastanie sind richtig stabil, verwittern wirklich sehr langsam, sehr dauerhaft. Und man braucht biegsame Ruten. Ich habe jetzt hier zum Beispiel zwei verschiedene Hölzer. Das ist einmal Kornus, das ist Kornellkirsche oder Haselnuss. Okay, wie funktioniert das? Folgendes, am Anfang spitze ich den unten an, damit er sich auch gut in die Erde treiben lässt. Und jetzt kommen Löcher hinein. Da müsst ihr einen Bohrer nehmen, der ungefähr die Größe natürlich hat von euren Ruten, damit das nachher auch gut sitzt. Wir bohren. Mal gucken, ob das hier so geht. Einmal so rum. Ich sehe euch. Und jetzt ein zweites Loch, ein bisschen versetzt. Das kann so, na, ich würde sagen, eine Handbreit tiefer sein, ungefähr hier. Und zwar versetzt im rechten Winkel, ungefähr da. Kommt jetzt das zweite Loch hin. Okay, jetzt können wir hier ein bisschen die Späne entfernen. Okay, das ist aber jetzt auch nicht so dramatisch wichtig. Und jetzt geht es eigentlich sehr einfach. Ich suche mir einen meiner Ruten hier aus. Welche nehmen wir? Die hier, die ist ganz gut. Jetzt wird das eine Ende hier reingesteckt. Oh ja, das sitzt gut fest. Okay. Und jetzt biegen wir. Ja, das Holz, das ist frisch geschnitten gestern. Das ist also noch ganz gut biegsam. Da ist noch Leben drin, aber man muss das ein bisschen biegen. Ups, da ist er rausgefallen. Mal neu rein. Und jetzt ziehen wir das andere Ende hier durch. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, ihr habt hier so ein Lasso gebaut. Das kann man theoretisch noch so ein bisschen jetzt von der Größe her regulieren. Und ich zeige euch mal, jetzt im Frühling gibt es natürlich keine hohen Sommerstauden. Ich zeige es an meinen Sommerhimbeeren, wie man das dann anbringt. Kommt mal mit. So, hier sind meine Sommerhimbeeren. Die sind jetzt, stehen die eigentlich noch ganz gut. Aber ihr wisst ja, die Früchte kommen, das Laub wird größer und die Ruten wachsen auch. Also das wird sich irgendwann senken. Die werde ich jetzt erstmal mit dem Staudenhalter hier stabilisieren. Aber wie gesagt, eigentlich ist er gedacht für die großen Sommerstauden, die wir jetzt noch nicht haben. Der Vorteil ist jetzt natürlich noch, ich kann es noch individuell anpassen. Das heißt, ich kann mir hier die ganzen Kandidaten einfangen. Und ziehe das andere Ende hier durch. So, sieht ganz schön locker aus. Und schlag erstmal den Pfahl fest. Und kann jetzt das Ende mit einem guten Spielraum anpassen. Ja, und so steht es jetzt wunderbar. Naturmaterialien, passt sich wunderbar im Garten an. Also mir gefällt's. Wenn es euch gefallen hat, dann gerne einen Daumen nach oben. Ihr könnt den Kanal sehr gerne abonnieren. Wir machen jede Woche neue Gartenvideos, geben euch neue Ideen. Und wenn ihr mal in einen App Store geht,
Da findet ihr die Gardify-App und da ist die ganze Welt des Gartens abgebildet. Über 3000 Pflanzen. Ihr könnt die in euren virtuellen Garten packen und dann kriegt ihr die Pflegehinweise zum richtigen Monat angezeigt im internen Kalender. Ihr könnt mit dem Pflanzendoktor quatschen bzw. dem was schicken, Fotos von Pflanzenkrankheiten und mit der Kamera Pflanzen erkennen. Also, würde mich freuen, wenn wir uns da wiedersehen. Bis dahin.